Mittwoch, der 23. November. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Ausgabe von Gut gelebt. Oma und Opa auf Zeit, eine Idee, die hört sich zunächst abwegig an. In der rheinhessischen Gemeinde Wackernheim aber wird es Realität. Dort finden in der sogenannten Ehrenamtsbörse Menschen zusammen, die auf der einen Seite eine Leistung brauchen und auf der anderen Seite sich gerne einbringen für die Gemeinschaft. Dazu gleich mehr bei uns in der Sendung. Und außerdem haben wir folgende weitere Themen für Sie vorbereitet. Rotstift in der Bildung. Die Sparpläne der Landesregierung treffen besonders die Schulen im Land. Was Lehrerverbände davon halten, heute bei uns. Und Stadionatmosphäre im Kabarett. Was dabei herauskommt, wenn zwei Künstler auf der Bühne gegeneinander antreten. Das zeigen wir Ihnen. So, liebe Zuschauer, zu unserem ersten Thema. In unserer Gesellschaft ist vieles organisiert. Es gibt Institutionen, die für alles Mögliche zuständig sind. Dennoch, wenn wir ehrlich sind, vieles würde gerade an der kommunalen Basis ohne Ehrenamt nicht funktionieren. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt die Ortsbürgermeisterin von Wackernheim, Sibylle Vogt, bei mir begrüßen darf. Herzlich willkommen, Frau Vogt. Tag, Herr Sauter. Frau Vogt, in Wackernheim gibt es etwas ganz Besonderes. Es gibt die sogenannte Ehrenamtsbörse. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, die Ehrenamtsbörse vermittelt Angebot nach ehrenamtlicher Tätigkeit mit Nachfrage nach ehrenamtlicher Tätigkeit. Das ist sehr, sehr vielfältig. Das geht von der Zeitoma und dem Zeitopa bis hin zu Hilfe bei Festivitäten oder zu Einkaufsdiensten, Winterdiensten, Fahrdiensten zu Ärzten für Senioren. Also das ist sehr vielfältig und ja, es ist von jedem etwas dabei. Jetzt haben Sie schon zunächst mal als Beispiel die Älteren erwähnt. Heißt es auch mit dieser Ehrenamtsbörse, da wird sozusagen eine brachliegende Ressource von noch rüstigen Rentnern und Pensionären ausgeschöpft, die ja brach liegt. Hm? Ja, das kann man so sagen. Natürlich werden die Leute heute alle jünger, wenn sie in Rente gehen, oder sind jünger, wenn sie in Rente gehen, und sind natürlich noch mobil und aktiv. Und es ist auch eine Chance, dann eben für diese Bevölkerungsgruppe sich aktiv eben noch zu beteiligen am Leben in der Gemeinde und auch unter anderem für Familien zur Seite zu stehen oder Familien zur Seite zu stehen und ja, sich in irgendeiner Form einzubringen. Nun ist Wackernheim ja eine Gemeinde, ich glaube knapp 3000 Einwohner, mit vielen jungen Familien, die Kinder haben. Und meistens haben die sich ja dann in Wackernheim mehr Häuschen gebaut. Deswegen müssen beide arbeiten. Kinder sind da, also da ist Bedarf vorhanden. Ja, Bedarf ist auf jeden Fall vorhanden. Das sind viele junge Familien nach Wackernheim gekommen, weil sie hier eine Arbeitsstelle im Rhein-Main-Gebiet gefunden haben. Wackernheim ist durchaus attraktiv. Wir haben viele Betreuungsangebote, zwar für Kinder, aber es gibt auch immer noch mal Zeiten, die eben nicht durch Betreuungsangebote überbrückt werden können. Und so haben junge Familien, junge Mütter die Möglichkeit, wenn sie mal einkaufen möchten oder mal in Ruhe zum Arzt gehen möchten, auch mal eine Zeitoma oder einen Zeitopa anzusprechen, ob er nicht in der Zeit auf die Kinder aufpassen kann. Oder man geht mit den Kindern spazieren, liest den Kindern vor. Es sind ja einfach Dinge, die Omas und Opas normalerweise übernehmen, wenn sie eben vor Ort sind. Und da viele eben nicht mehr vor Ort sind, Familien getrennt sind und dieses eigentliche Zusammenleben der Großfamilie, wie wir das aus früheren Zeiten kennen, heute nicht mehr so ist. Deshalb ist das eben eine ganz gute Möglichkeit. Das ist jetzt die, wenn man so will, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist ja die Frage, die demografische Entwicklung ist ja so, dass wir immer mehr ältere Leute haben. Die sind dann ab einem bestimmten Zeitpunkt dann doch nicht mehr so mobil, dass sie alle Erledigungen, Behördengänge etc. pp. Selbst machen können. Ist das in Wackernheim, ist die demografische Entwicklung auch schon angekommen? Heißt es, Sie haben auch schon viele ältere Leute, die auf solche Dienste angewiesen sind? Ja, natürlich ist die demografische Entwicklung bei uns auch angekommen. Es gibt auch viele alleinlebende Senioren und Seniorinnen und da sind die Kinder eben woanders angekommen, um zu arbeiten.
Und auch hier ist natürlich dann die Möglichkeit, dass Sie nachfragen nach Fahrdiensten zum Arzt oder ob man mal was aus der Apotheke, aus dem Nachbarort mitbringen kann. Man hat die Möglichkeit, sich irgendwo mit einzuklinken, wenn man ja, zum Einkaufen fahren möchte oder wenn man nicht mehr in der Lage ist, seine Straße selbst zu kehren. In Wackernheim ist das üblich, samstags wird die Straße gekehrt. Da kann man Jugendlichen ansprechen oder vermitteln, der dann eben den Winterdienst auch übernimmt, jetzt wo der Winter wieder vor der Tür steht. Also natürlich sind auch Senioren und Seniorinnen aufgefordert, Hilfe nachzufragen. Wie ist denn jetzt Ihre Erfahrung ganz konkret vor Ort? Gibt es noch genügend Potenzial von Leuten, die sagen, jawohl, ich will mich ehrenamtlich für irgendetwas engagieren? Ja, also wir haben nicht nur die Ehrenamtsbörse, bei der man sich einklinken kann. Es gibt ganz viele Gruppen in Wackernheim, da sind schon ehrenamtlich Seniorinnen oder Senioren tätig. Das ist, ja, also auf dem Ort, so wie es bei uns eben ist, da ist Ehrenamt wirklich ganz groß geschrieben. Nun ist ja die Frage, wie organisiert man das? Also wie bringt man diejenigen, die einen Bedarf haben, mit denen zusammen, die sozusagen Kapazitäten frei haben und auch gerne so etwas machen? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass im einen oder anderen Fall auch bei denjenigen, die Bedarf haben, so eine Art Hemmschwelle zu überwinden ist, dass sie auch Hilfe tatsächlich in Anspruch nehmen. Ja, also diese Hemmschwelle, die gibt es tatsächlich. Wir haben viel mehr Angebote als Nachfragen. Aber wir versuchen eben durch die ständigen Veröffentlichungen, dass es die Ehrenamtsbörse gibt. Wir haben Formulare im Sekretariat bei uns in der Ortsgemeinde ausliegen, auch bei Ärzten zum Beispiel. Ja, also wir versuchen verstärkt auf die Ehrenamtsbörse aufmerksam zu machen. Das muss ich natürlich auch erstmal in den Köpfen festsetzen. Aha, es gibt sowas, es gibt diese Plattform. Und wir vermitteln eben ja, bei uns im Sekretariat Angebot und Nachfrage. Und die Menschen, die sich gefunden haben bereits, die sind auch sehr glücklich, dass es das gibt und dass wir das ins Leben gerufen haben. Und was ja sicher in dem Zusammenhang, ja auch, wie wir reden ja vom Ehrenamt, das Ganze ist auch für alle Beteiligten kostenfrei. So ist es. Wir wollen natürlich keine Arbeitsplätze in Gefahr bringen. Das ist alles ehrenamtlich und es geht ja auch nicht darum, dass Menschen tagelang oder stundenlang sich drum kümmern um den anderen. Ja, es geht einfach mal um eine kleine Gefälligkeit, wenn man so will. Das soll nicht 2 bis 3 Stunden in der Woche überschreiten. Also das, ja, es ist eben ein Ehrenamt. Ja. Könnte man sagen, Frau Vogt, dass das aber ein typisches Beispiel ist für eine Win-Win-Situation, dass eigentlich jeder etwas davon hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es älteren Menschen gut tut, wenn sie dann mal mit der anderen Generation wieder in Kontakt kommen und reden können. Und umgekehrt Eltern mit kleinen Kindern froh sind, wenn sie wissen, ich kann auch mal einkaufen fahren und das ist jemand für das Kind eine Stunde lang da. Ja, also es ist eine Chance für alle, so haben wir das auch ja, untertitelt. Denn wie Sie sagen, es ist für jeden ein Gewinn. Zum einen hat man das Gefühl, man tut was Gutes und der andere hat das Gefühl, ja, ich bekomme wirklich Hilfe, wenn ich darum bitte. Ja, Frau Vogt, herzlichen Dank für den Besuch im Studio, dass Sie diese gute Idee ein bisschen erläutert und vorgestellt haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg im Interesse der Betroffenen und derjenigen, die sich gerne noch engagieren. Ja. Herzlichen Dank. Und liebe Zuschauer, wir bleiben bei Bildungsfragen, beschäftigen uns aber mit Sparmaßnahmen, die das Land auf dem Bildungssektor eingeleitet hat. Die Sparpläne der Landesregierung greifen an vielen Stellen im öffentlichen Dienst. Neben Feuerwehr und Polizei trifft es besonders die Lehrer an Schulen in Rheinland-Pfalz. Damit werden Sparmaßnahmen in einem Bereich durchgezogen, der allen besonders am Herzen liegen sollte. Es geht um die Schulbildung von Kindern und Jugendlichen. Obwohl aktuell schon massiver Unterrichtsausfall zu beobachten ist, sollen weitere 2000 Lehrerstellen wegfallen. Diejenigen, die arbeiten, müssen mit finanziellen Einbußen rechnen. Der Philologenverband wehrt sich massiv gegen die Sparmaßnahmen. Die Landesregierung will nun in einer Studie den tatsächlichen Lehrerbedarf ermitteln. Die Gegenseite, vor allen Dingen die Lehrerverbände, sieht das kritisch. So könnten die Ergebnisse der Studie der Landesregierung weitere Gründe liefern, Stellen einzusparen. Dass öffentliche Gelder besonders sorgsam eingesetzt werden müssen, ist unbestritten. Dennoch sollte genau abgewogen werden, ob die Einsparungen im Bereich der Bildung sinnvoll sind oder ob es nicht doch andere Möglichkeiten gibt.
Ja, und im Studio begrüße ich jetzt Malte Blümke, den Vorsitzenden des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen, Herr Blümke. Guten Tag, Herr Sauter. Sicher ist es unstrittig, der Staat muss sparen. Das sieht sicher auch Ihr Verband so. Ja, natürlich muss der Staat sparen. Die Schuldenbremse sollte schon eingehalten werden. Nur was uns natürlich verwundert und auch verärgert, ist, dass vor der Landtagswahl überhaupt nicht davon gesprochen wurde. Da wurde Gas gegeben, es wurden Lehrer eingestellt, es wurden die Klassen kleiner gemacht. Und nach der Landtagswahl ist die Landesregierung dann voll auf die Bremse getreten, auf die Schuldenbremse. Und das hat natürlich ein Schleudertrauma verursacht, an dem wir alle Beteiligten im Bildungssystem leiden. Herr Blümke, Sie sagen ja auch grundsätzlich, der Staat muss sparen. Ich glaube, es war der ehemalige Kulturdezernent der Stadt Frankfurt und spätere Präsident des Goethe-Instituts, Hilmar Hoffmann, der mal gesagt hat, jede Mark, die sich für Kultur und Bildung ausgibt, erspart morgen Sozialausgaben. Also muss man doch die Ausgaben im Bildungssektor anders betrachten als vielleicht andere Bereiche. Ja, das ist in der Tat so. Und es wird natürlich auch in allen Reden, das sind dann aber oft Fensterreden von Politikern, immer gesagt, an Bildung wird nicht gespart. Es sieht auch so jetzt die Landesregierung, die sagt ja auch, wir sparen nicht an Bildung, wir stellen einen neuen Haushalt auf, der sogar noch steigt. Aber wenn man dann genau hinschaut, dann stellt man dann durchaus fest, dass im Kerngeschäft von Bildung, also Unterricht, durchaus gespart wird. Und wir hatten ja gerade jetzt im Sommer 2011 ein Chaos bei der Einstellungssituation. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt zu Beginn des Schuljahres 2011, 2012 eine katastrophale Situation an den Schulen haben. Die Unterrichtsversorgung, und das hat das Ministerium ja selber in der Pressemitteilung zur Schulstatistik gesagt, in der Pressekonferenz, ist katastrophal, sie ist schlecht, sie ist deutlich schlechter als im vergangenen Jahr. Sie hat sich an den allgemeinbildenden Schulen sogar verdoppelt, im Gymnasium und berufsbildenden Schulen ist sie noch deutlich höher. Das heißt, der Unterrichtsausfall hat eine steigende Tendenz. Und das, jetzt muss man ja auf der anderen Seite sagen, die demografische Entwicklung ist ja so, dass es weniger Schüler gibt. Aber trotzdem kommen die Signale von der Basis, von den Schulen, die kommen und sagen, bei uns fällt so und so viel Unterricht aus. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen dem, was man vielleicht strukturellen Lehrermangel, der ja schon eingerechnet wird in die Statistiken, und dann dem tatsächlichen, der vor Ort an die Schulen, an den Schulen herrscht. Das ist ja doch das eigentliche Problem, was auch so viele Eltern verärgert, wenn ihr Unterricht für ihre Kinder ausfällt. Das ist in der Tat so. Das Bildungsministerium spricht ja immer von der sogenannten demografischen Rendite. Das heißt, sie glauben, dass sie eine Rendite haben im Bildungsbereich, dass sie Stellen einsparen können. Wenn man aber genau hinschaut, woraus besteht dann diese sogenannte demografische Rendite? Das Bildungsministerium und die Landesregierung machen folgende Rechnung auf. Sie sagen, die Schülerzahlen gehen zurück. Sie sind in diesem Schuljahr um 8.000 zurückgegangen. Das ist nicht sehr viel. Wir haben 442.000 Schülerinnen und Schüler an allen Schulen in Rheinland-Pfalz. Und in der nächsten Zeit werden die Schülerzahlen etwas stärker zurückgehen. Und da sagt Ministerpräsident Beck, ja, die Schülerzahlen gehen zurück. Etwa 60.000 bis zum Ende der Legislaturperiode. Wir haben jetzt einen Status quo von Lehrerstellen, etwa so 44.000 Lehrerstellen. Also rechnen wir das um und da kommt auf die Rechnung, dass 3.000 Lehrerstellen einfach eingespart werden können, weil wir weniger Schüler haben, können wir 3.000 Lehrerstellen einsparen. Und dann sagt er großzügig, von diesen 3.000 Lehrerstellen geben wir 1.000 Lehrerstellen in das System zurück und die 2.000 Lehrerstellen, die sollen jetzt in dieser Legislaturperiode eingespart werden. Das ist aber eine Milchmädchenrechnung, denn er geht ja von dem Status quo aus und der Status quo ist ja überhaupt nicht so, dass wir damit zufrieden sein können. Wir haben jetzt schon eine Unterrichtsversorgung, die nicht besonders berauschend ist. Wir haben jetzt schon eine Unterrichtsauswahl. Und er müsste an sich erstmal den Unterrichtsausfall wegkriegen, also eine vollständige Unterrichtsversorgung gewährleisten, 100%.
Und dann könnten wir uns ja darüber unterhalten, was man vielleicht durch die sogenannte demografische Rendite machen könnte. Also das ist ja immer das Problem, wenn mit Statistiken operiert wird. Insofern wäre doch eigentlich, wenn jetzt mal eine tatsächliche Bedarfsstudie hergestellt wird, müsste doch eigentlich weiterhelfen. Naja, das ist auch so eine Sache. Im Koalitionsvertrag stehen ja diese 2000 Lehrerstellen schon drin. Mhm. Und das wundert uns, wie überhaupt bei den ganzen Einsparmaßnahmen im öffentlichen Dienst. Das heißt, man schreibt die in die Koalitionsvereinbarung rein, man macht also auch jetzt ein Gesetz. Es gibt ja ein Dienstrechtsreformgesetz, was im Augenblick im Landtag in der Anhörung ist. Und da sind die ganzen Einsparungen ja schon vorgesehen und hat aber vorher keine Aufgabenkritik gemacht und hat gar nicht den Bedarf richtig errechnet, sondern hat einfach, wie die Rechnung, die ich Ihnen ja eben vorgestellt habe, einfach gesagt, wir können da 2000 Lehrerstellen und andere Stellen im öffentlichen Dienst einfach einsparen. Und das macht ja gar keinen Sinn, sondern es müsste umgekehrt sein. Ich schaue erst mal, was brauche ich, wie ist die Versorgung, und dann kann ich mal gucken, was kann man dann zeitlich gestaffelt machen. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Man beschließt was und hat es dann ja auch schon umgesetzt im Sommer. Das war das Riesenproblem, dass sie uns die Lehrerstellen, die wir gebraucht haben, Planstellen und Vertretungskräfte nicht gegeben haben. Und deswegen haben wir jetzt diese katastrophale Situation mit einem riesen Unterrichtsausfall. Herr Blümke, da bleibt mir zum Schluss nur die Hoffnung, dass doch im Interesse unserer Kinder noch eine Änderung herbeigeführt werden kann. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio und für die Erläuterung zur Situation an unseren Schulen. Und liebe Zuschauer, bei uns geht es jetzt weiter mit einem anderen Thema, mit der Kabarett-Bundesliga. Es hat ein wenig was von Stadionatmosphäre, denn zu Gast ist die Bundesliga, aber im Kabarett. Angelehnt an das Fußball-Oberhaus wird im Unterhaus in Mainz gespielt. Deutschlandweit wird agiert. Im September war die Landeshauptstadt Spielort. Stefan Ebert trat an. Stammspieler auf den deutschen Bühnen, er musste als erster ran. Sein Kontrahent? Stefan Waghubinger, ein Routinier, ganz erfahren. Das Besondere der Bundesliga, das Publikum stimmt ab, wer der Sieger sein wird. Erhöhte Drucksituation also, nur nicht nervös werden, das sagt sich auch Stefan Ebert. Ich mache das, was ich mache, und denke, der Stefan wird es genauso machen. Ich finde es großartig, was Stefan macht. Ich habe den schon zweimal mit ihm zusammen aufgetreten, riesen Spaß gehabt und plane das auch heute zu haben an seinen Sachen. Und dann wollen wir mal gucken. Irgendwie. Der Meeresspiegel steigt, was wieder ein humanitäres Problem ist, ne? Zum Beispiel wegen Holland. Beide haben ihre Leistung an diesem Abend gebracht. Die Saison ist lang und am Ende entscheidet die Fangunst, wie in der richtigen Bundesliga. Man hofft ja natürlich, dass man gute Noten kriegt. Also, und es ist auch ein sehr großer Erfahrungswert. Also gerade dieses ehrliche Feedback vom Publikum, das ist natürlich schon sehr interessant. Also, das hat man sonst ja nicht so, ne? Dass man direkt 1:1 mit einem Kollegen spielt. Man muss ja als Künstler das machen, was man für richtig hält und was man irgendwie, was jetzt in dem Fall mein Ding ist. Und dann ist das so. Und dann ist es nicht Sinn der Sache, sich jetzt abzustimmen, damit das Publikum irgendwie findet irgendwas. Also das hatte ich auch nicht für meine Aufgabe. Die Abstimmung am Ende, eine knifflige Angelegenheit. Wer hat gewonnen? Also ich war eigentlich mit mir zufrieden. Also ich könnte das jetzt gar nicht sagen. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich hatte auch den Eindruck, dass dem Publikum eigentlich gefallen hat und war eigentlich ein bisschen erstaunt über die Auswertung. Aber es ist okay. Also es ist ja ein Spiel. Ne? Niederlagen werden sportlich genommen, obwohl es schon ein schöner Titel ist. Deutscher Kabarettmeister der Saison 2011-12. Das Rennen ist offen. Bald wird wieder in Mainz gespielt, dann kommen zwei andere aus dem Oberhaus ins Unterhaus und versuchen, in den Titelkampf einzugreifen. Ja, diese beiden kann ich jetzt im Studio bei mir begrüßen. Barbara Ruscher, herzlich willkommen. Hallo. Und Klaus Kohler, herzlich willkommen. Hallo. Na, wie war das jetzt gestern Abend im Unterhaus? So, aus dem Oberhaus des Kabarett im Unterhaus, wie ist das Spiel gelaufen, Frau Ruscher? Es war auf jeden Fall ein schöner Abend, ne, ja. Klaus? Und wir haben beide unser Bestes gegeben, Spaß gehabt, die Leute hatten Spaß, war gut. Wie ist das eigentlich, wenn man so ein Spiel hat, in Anführungszeichen?
als Akteur? Ist das, sieht man das mehr als gemeinsamen Auftritt auf einer gemeinsamen Bühne an dem Abend? Oder ist doch die Rivalität, spielt die auch eine Rolle? Also die Erfahrung aus den letzten Spielen hat eigentlich gezeigt, dass es gerade dieses Gemeinsame, jemanden Neues kennenzulernen, dass das sehr im Vordergrund steht und dass man sich eigentlich jedes Mal, wenn man woanders hinfährt, die wird es wahrscheinlich genauso geben, Barbara, dass man sich unglaublich darauf freut, jetzt einen neuen Kollegen kennenzulernen. Viele hat man noch nie selber live gesehen, weil man meistens ja immer selber spielen muss an solchen Abenden. Genau. Und kann dann auch den Künstler erleben und sieht sich im Vergleich zu jemand anders auch, spürt auch das Publikum, wie das anders reagiert. Das ist eine große Bereicherung, glaube ich, für jeden von uns Künstlern, da mitzumachen. Ja. Es sind ja, glaube ich, insgesamt 14 Kolleginnen und Kollegen, die an diesem Wettkampf in Anführungszeichen teilnehmen. War das für Sie der erste Auftritt im Unterhaus in Mainz oder waren Sie schon öfter? Nein, ich habe vor einem Monat Solo da gespielt und war schon öfter im Unterhaus zu Gast. Also fast ein Heimspiel. Wie war es bei Ihnen? Also ich habe auch schon mal vor vielen Jahren im Unterhaus Solo gespielt und auch damals noch mit einem Partner zusammen. Und das war jetzt mein viertes Bundesligaspiel. Ah ja, insgesamt das vierte Bundesliga. Das findet ja an verschiedenen Orten statt. Wie ist denn Ihre Erfahrung mit dem Mainzer Publikum? Also das Unterhaus ist ja eine sehr renommierte Kleinkunstbühne. Ist das Publikum in Mainz anders als sonst irgendwo? Also ich finde es schon ein anspruchsvolles Publikum. Die sind, man merkt schon, dass sie Kabarett erprobt sind. Es ist ja schon unterschiedlich, an welchen Orten man spielt. Ob man in kleineren Orten spielt, in Großstädten und da auch noch mehr im Comedy- oder im Kabarettbereich. Und das Unterhauspublikum ist schon kritisch, muss man schon sagen. Also für mich als Bayer, ich habe auch überwiegend im bayerischen Raum spiele ich also öfters, deswegen hat mich die Kabarett-Bundesliga auch sehr interessiert, da ich jetzt Mainz, Wilhelmshaven, also sozusagen durch die ganze Republik tour. Und für mich war es sehr interessant zu sehen, wie eigentlich das Bayerisch auch, der Dialekt, mit dem ich auch im Programm arbeite, wie der quasi ankommt. Und da muss ich sagen, umso weiter ich mich aus Bayern entferne, umso besser kommt er an. Gut, jetzt ist bei Ihnen ja noch eine Besonderheit. Sie kommen ja ursprünglich von der Musik, Sie haben Musik studiert und eigentlich treten Sie ja immer mit dem Flügel auf. Da ist ja nun das im Mainzer Unterhaus eine relativ kleine Bühne. Wie stellt man sich darauf ein? Ja, das Klavier muss dann der Flügel werden. Sicherlich wünscht man sich eine größere Bühne mit einem Flügel, weil ich bin ja auch der beflügelte Mann auf der Bühne dann. Aber das Publikum stellt sich dann darauf ein und ich muss mich auch darauf einstellen. Aber wie gesagt, da hatte ich gestern schon das Gefühl, ich und das Publikum müssen sich da erst darauf einstellen. Wie ist das denn? Wie bereitet man sich jetzt auf so eine Bundesliga vor? Gibt man da ins Trainingslager oder ja, macht man natürlich. Wie macht man da sein Programm? Alle zusammen sind wir nach Mallorca geflogen, ins Trainingslager. Ja, so. 3 Wochen intensiv. Nein, das wäre ja ehrlich gesagt schrecklich, weil ich bin ja die einzige Frau in der Bundesliga. Das fände ich jetzt irgendwie doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit 13 Kollegen. Ja, du musst dich ja einfach nur nach links schauen. Das reicht ja. Ja, genau. Nee, aber man überlegt natürlich, welche Nummern passen zusammen. Wie kann man das stricken, dass es auch einen vernünftigen Anfang und einen Schluss gibt, obwohl es nur eine Dreiviertelstunde ist. Und also ich habe bis jetzt immer in jedem Bundesligaspiel auch ein bisschen was verändert. Also einfach nach Lust und Laune, was ich gerade so empfinde, wo ich so denke, das ist eigentlich im Moment gerade das Beste für mich. Und dann habe ich wieder eine Nummer ausgetauscht und so weiter. Und das macht einfach auch dann Spaß und hält es lebendig. Wie ist das denn überhaupt mit den Abständen zwischen den einzelnen Spielen? Sie sind ja unterschiedlich lang. Das heißt, die Vorbereitung ist jedes Mal auch wieder eine andere. Ja, natürlich. Also man optimiert das, wie die Barbara das schon gesagt hat, von jedem Auftritt zum anderen. Und spielt man als Erster oder spielt man als Zweiter? Das spielt hat auch eine sehr große Rolle, spielt es, ob ich als Erster auf die Bühne gehe und das Erste, was das Publikum sieht. Weil man muss ja wissen, das Publikum kommt ja nicht wegen uns, sondern es kommt wegen der Kabarett-Bundesliga. Das heißt, die stellen sich auf den Künstler erst in dem Moment ein, in dem Moment, wo er die Bühne betritt. Und das muss einem bewusst werden, dass das als Erster anders ist als als Zweiter. Und wie ist das? Also wir haben ja vorher schon gesagt, es sind insgesamt 14 Teilnehmer.
Wie wird man Teilnehmer an dieser Runde? Wird man da ausgewählt oder wie geht das? Das ist eine gute Frage. Wir sind gefragt worden, über meine Agentin. Ja. Und Man wird ausgewählt. Man wird ausgewählt und gefragt, ob man mitmachen möchte. Ja. Genau. Und dann überlegt man ganz lang und sagt dann ja. Mhm. Man hat aber kein Reservespiel. Das könnte ja sein, weil das Publikum gibt einmal die rote Karte. Was machen wir dann? Weiterspielen. Aber das Schöne in der Kunst ist es, glaube ich, dass man jeder spielt für sich und gibt sein Bestes. Und das wird auch für sich betrachtet. Und für das Publikum ist es auch dann gar nicht so einfach, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Mhm. Ja. Man macht dann halt das, aber... Es macht ja jeder was anderes. Ne? Ja, ja. Es macht ja jeder mal. Wenn man jetzt sagen würde, man macht ein reines Politkabarettspiel oder ein reines Chansonspiel, dann könnte man es vielleicht noch halbwegs vergleichen, obwohl trotzdem da auch noch wieder jeder seinen anderen Stil hat. Aber so ist natürlich wirklich, wirklich vergleichen kann man das nicht. Das ist eigentlich Quatsch. Also es ist letztendlich, ist es so, dem Publikum gefällt eben an dem Abend eher das oder eher das. Es sind aber alles gute Leute dabei. Ja, da ist keiner dabei, wo man sagen würde, um Gottes Willen ist der schlecht oder so. Es ist einfach Geschmack. Das Schöne ist ja wahrscheinlich jetzt auch für den Künstler, dass Sie haben es vorher schon mal erwähnt, dass man durch diese Bundesliga mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammenkommt, mit denen man noch nie zusammen auf der Bühne gestanden hat. Und so wir ist zum es auch. Beispiel. Wir zum Beispiel. Ach so, es war das Erste. Wir haben uns mal kennengelernt in München, nach dem Auftritt von nach mir warst du mal, da kamst du von einem anderen Auftritt, da waren wir uns zufällig vor 10 Jahren oder vor so Jahren. Und dann nie wieder gesehen und jetzt eben. Und jetzt miteinander gespielt. Jetzt kennen wir uns gut. Und ich glaube, das ist auch der Reiz für das Publikum, eben auch jemand Neues kennenzulernen. Ich gehe jetzt einfach zur Kabarett-Bundesliga und lerne zwei neue Künstler kennen. Und so erweitern wir unseren Publikumskreis und das Publikum erweitert den Künstlerkreis, den sie kennen. Darf ich denn noch zum Schluss fragen, wie es eigentlich ausgegangen ist gestern Abend? Ja, als Mann ist es natürlich so, dass man die Frau gewinnen lässt. Als Gentleman. Ja, er hat extra ganz mies gespielt, so sind wir halt. Genau. Barbara war wunderbar und Klaus war auch wunderbar. Wunderbar. Und einer muss halt gewinnen, was soll man machen? Das Publikum hat sich für sie entschieden. Ja, ich hätte es auch gemacht, wenn ich drin gesessen wäre. Ja, sehr schön. Also, halt mal fest, beide waren wunderbar. Ich wünsche Ihnen viele wunderbare Auftritte noch bei künftigen Spielen der Bundesliga. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns waren. Und liebe Zuschauer, was es außer der Bundesliga, Kabarett-Bundesliga in Rheinland-Pfalz sonst noch gibt, das sehen Sie jetzt in unseren Veranstaltungstipps. Dieter Kühn, einer der renommiertesten zeitgenössischen Künstler in Rheinland-Pfalz. Seine Werke stehen im Zentrum der aktuellen Sonderausstellung im Speyerer Feuerbachhaus. Gezeigt werden Gemälde und Grafiken zwischen lyrischer Abstraktion und Gegenständlichkeit. Dieter Kühns Motto: Zu viel Eindeutigkeit schadet der Poesie. Sehen Sie die Ausstellung Dieter Kühn, Malerei und Grafik noch bis zum 15. Januar im Feuerbachhaus in Speyer. Weitere Informationen unter feuerbachhaus.de. Mause tot, Menschen, Mäuse, Mausefallen. Eine skurrile Sonderausstellung von Wolfhard Klein über die Geschichte der Mausefalle im Technikmuseum Speyer. Gezeigt werden historische Mausefallen aus mehreren Jahrhunderten, bis zu den jüngsten Fallentypen, die bei einem Fangerfolg sogar eine SMS verschicken. Mause tot, Menschen, Mäuse, Mausefallen von Wolfhard Klein ist noch bis nächste Woche Mittwoch täglich im Technikmuseum Speyer zu sehen. Weitere Informationen auf speyer.technik-museum.de. Unorthodox, eigenwillig und irritierend. Die Werke des österreichischen Zeichners und Aktionisten Emil Siemeister sind alles andere als alltäglich. Das Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern zeigt eine vor rund 10 Jahren entstandene Werkgruppe, die der Künstler nach einer zufälligen Begegnung mit den Zeichnungen des psychisch kranken Andrew Kennedy schuf. Irritiert und inspiriert zugleich reagierte er mit seinen Kugelschreiberzeichnungen auf Nylon. Emil Siemeister, Medium Exzenter Andrew Kennedy, noch bis zum 15. Januar in der Pfalzgalerie Kaiserslautern. Weitere Informationen unter mpk.de.
So, liebe Zuschauer, ich hoffe, es war auch für Sie etwas in unseren Veranstaltungstipps dabei. Das war die heutige Ausgabe von Gut gelebt. Wenn Sie noch mehr über uns erfahren wollen, klicken Sie sich mal rein im Internet unter gutenberg.tv. Erfahren Sie alles über uns und unser Programm. Ich darf mich für Ihr Interesse ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.